Meine liebsten Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier etwas sehr, sehr Schönes neben mir stehen. Und zwar habe ich mich mit Ultimate Ears zusammengetan. Die haben nämlich das neue Hyperboom rausgebracht. Es ist ein portabler Bluetooth-Speaker, aber wenn man das Ding so sieht, wird man erstes Mal nie drauf kommen. Hier mit diesem Fabric vorne drauf. Wirklich sehr schön gestaltet. Portabel hier auch nochmal realisiert durch das Griffding hier oben. Hier sieht die Oberfläche so aus. Übrigens hinten noch ein paar Anschlüsse hier versteckt, weil es nämlich spritzwassergeschützt ist. Kann auch mit weiteren Megabooms, Boom-Booms und Hyper-Booms und Dings-Booms verbunden werden. Ja, sehr, sehr cool. Aber was ich besonders spannend fand, ist der Bass. Der ist unfassbar fett und satt. Und das dafür, dass das hier nur portabel ist und mit Akkuleistung und nicht Strom, fand ich das schon sehr faszinierend. Zudem soll der Akku 24 Stunden halten, laut Hersteller. Ey, das ist definitiv eine Ansage, finde ich sehr, sehr krass. Wir wollen das mal aber live hier testen. Ich habe das per Bluetooth an meinen Laptop angeschlossen, den ihr hier unten in Form dieses Bildes seht. Ich wollte Jamule heute abchecken mit Overdose. Hier, über der Kamera ist ein Mikrofon angeschlossen. Wir hören das jetzt mal darüber. Ah, okay. Ja, ich dachte schon. Kann sein, dass es übersteuert. Bin mir fast sicher. Gasolina, Versativa, hey. Puff, puff, pass out. It's a drop of the middleway bounce. It's on the end of the bounce. Oh, shit. It's a strong and it's of the shelf. In the mouth, puff, puff, pass out. It's a drop of the middleway bounce. It's on the end of the bounce. Okay. It's a strong and it's of the shelf. In the mouth. Bin viel zu heimat. Ja, ich denke, ihr bekommt definitiv einen sehr, sehr guten Eindruck davon. Ja, und das Ding könnt ihr gewinnen. Ganz einfach. Was ihr dafür machen müsst, findet ihr vor allen Dingen auch unten in der Beschreibung. Natürlich solltet ihr Abonnent sein von diesem Kanal und mir auf Instagram folgen. Das kann ich ja auch mal hier schön einblenden. Instagram, genau, da seht ihr es. Unten ansonsten alles nochmal verlinkt. Dürft ihr gerne folgen. Weitere Infos zu der Box findet ihr auch unten in der Beschreibung in dem Link. Da könnt ihr das Ganze mal abchecken. Echt super, super krasses Teil. Sehr interessant hier mit dem adaptiven, intelligenten EQ. Das fand ich eine sehr, sehr gute Idee. Und ja, jetzt schalte ich es aber aus. Und wir steigen um auf den internen Sound, damit ihr hier das direkt hören könnt, ohne irgendeinen Raum, wobei der Raum hier natürlich im Studio sowieso kaum klingt, aber dass ihr jetzt nicht über Mono über das Mikrofon hören müsst, weil das ist nämlich nur Mono. So, wir schalten um zum Video. Jamule, Overdose, produced by A-Side. Ja, den Anfang habe ich schon gehört. Ich, Dembo-Rhythmus, Summer-Vibes, ich bin schon am Start. Und ich sehe schon, das ganze Videobudget wurde für die Models ausgegeben. Wir gucken mal weiter. Ach, Emily, beschützt mich vor den Geistern. Getönte Scheiben, wenn wir an dir vorbeifahren. Deine Einnahmen sind für mich Kleinkram. Mach nicht auf Day One, wenn du mich gerade erst kennst. Mach nicht auf Player, wenn du meine Reste kennst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und das deine Fans. 1942er Tequila. Jamules Stimme, immer geil. Gib mir mehr Gasolina, mehr Sativa. Hey, puff, puff, pass out. Und sie drückt auf die Middleway Bank. Fühlt sich an wie eine Overdose. Warum guckst du weg? Ich weiß, du hast mich erkannt. Sind wir im Club, lernen wir den falschen Bestand. Wieder mal werden Batzen verbrannt. Ich brauch Reis in meinem Glas, doch noch mehr an der Hand. G&K, kein Fugazi, Heim Jet, Private Party, deine Ex, meine Barbie, die News back, Puff, puff, pass out. Und sie twerkt auf dem Middleway Bounce. Fühlt sich an wie eine Overdose. Lass dich fallen, denn ich pass auf dich auf. Leben im Haus, puff, puff, pass out. Und sie twerkt auf dem Middleway Bounce. Fühlt sich an wie eine Overdose. Lass dich fallen, denn ich pass auf dich auf. Leben im Rausch. Puff, puff, pass out. Und sie twerkt auf dem Middleway Bounce. Fühlt sich an
pitchen Stimme, ne? Okay. Zu viel ist passiert, wir waren blind. Okay. Teaser für den nächsten Song schon direkt. Ja, ey, sehr, sehr cool. Mir ist aber auch direkt schon aufgefallen, dass das Ganze hier relativ leise gemastert wurde und oder hier auch durch die YouTube-Komprimierung ein gutes Stück leiser geworden ist. Ist ein bisschen schade, wird dadurch vielleicht ein bisschen verglichen zu anderen Songs, wenn man die dann in Reihe hört und da jetzt keine Automation drin hat, dass die alle normalisiert werden, könnte das ein bisschen abschmieren. Normalisieren ist, ja, so, hat zum Beispiel Spotify auch eingebaut, die Funktion, bringt dann eben alle Songs auf ein Standard-Level. Ja, entsprechend hier auch bei der Hyperboom von der Lautstärke her ist es natürlich auch abhängig, wie laut da der Song ist, die Quelle ist etc. Wenn ihr aber mit Spotify oder ich glaube Apple Music hat die Funktion sicherlich auch, das kann man da manuell ein- und ausschalten. YouTube selber hat das allerdings nicht, aber YouTube macht bei der Kompression, also wenn die selber hochgeladen werden, macht es da einige Dinge und bringt da eben auch Level runter. Und auch hoch, je nachdem, wie man es hochlädt. Ist ein bisschen komplex. Auf jeden Fall, deswegen sehr, sehr interessant. Also, ihr könnt immer noch den Hyperboom gewinnen. Nicht vergessen, Instagram folgen könnt ihr jetzt schon machen. Da ist dann auch ein Bild online, das ihr dann liken sollt und dürft und auch kommentieren. Und entsprechend aus den Kommentaren picke ich euch dann natürlich raus. Habe ich gerade am Anfang, glaube ich, vergessen zu sagen, weil sonst ist es mit der Verlosung ein bisschen schwer, da jemanden rauszusuchen. So, also definitiv ganze Videobudget auf die Models dann draufgegangen, aber ich denke, hat sich gelohnt. Sehr, sehr schöner Dembo-Rhythmus, hier richtige Summer-Vibes, Dembo-Rhythmus, ne? Dieses ne, einmal eine schöne, schon leicht angekratzte, distorted Kick und da dann eben auch eine wirklich 808-Sub-Bass hier gemacht. Schönes Ding. Also ich finde Jamules Stimme sowieso schon immer sehr, sehr schön, sehr, sehr interessant. Hat einfach einen gewissen Klang, der sofort einfach ins Ohr sticht, finde ich. Und einfach da das Interesse dann weckt. Kann man hier so auf dieses Hauptmotiv so ein bisschen eingehen, das hier die ganze Zeit durchläuft. Und zwar im Hintergrund dieses vom Synthesizer im Endeffekt eigentlich nur ein Ton gehalten wird, aber dann eben dadurch dann schon eine Melodie vorsetzt. Ne? Also es sind drei Töne in Folge. Ne, sind sogar vier. Getönte Scheiben, wenn wir an dir vorbeifahren. Deine Einer sind für mich zwei. Genau, und beim zweiten Mal kommt noch ein dritter kurz rein. Dann switcht er nochmal so ein ganz kleines Stück nach oben auf dem Keyboard. Ja, sehr schön. Nicht auf der One, wenn du mich gerade erst kennst. Na, auch sehr interessant hier. Ich finde sowieso immer, bei Jamule ist es Vocal Editing, bekommt immer so eine besondere Aufmerksamkeit. Allein jetzt hier im Verse, die Doubles zum Beispiel, ne? Also. Mach nicht auf der One, wenn du mich gerade erst kennst. Ihr denkt, ihr hört hier vielleicht nur eine Stimme, die in der Mitte jetzt positioniert ist, ist aber gar nicht so. Es sind tatsächlich rechts und links nochmal jeweils eine, die auch separat aufgenommen wurde. Aber es ist so homogen gemischt, dass es dann sehr smooth einfach klingt. Also es klingt dann auch vor allen Dingen spaciger, also offener, viel, viel offener und sehr, 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 sehr homogen dadurch. Weil vor allen Dingen so der Höhenanteil da einfach so wie drüber haucht. Es gibt nur so ganz kleine kurze Details bei gerade zum Beispiel, wo er dann gerade sagt, wo man dann erkennt, dass da eigentlich nicht nur eine Stimme ist, sondern mehrere, weil das so ein bisschen nicht ganz zu 100% gedoppelt ist, kann man mal so sagen. Also da sind natürlich, weil das verschiedene Takes sind, gibt es Stellen, die so ein bisschen anders ausgesprochen sind als bei der ersten Aufnahme zum Beispiel. Und dann hat man eben so Differenzen, die dann da entstehen. Und die verdeutlichen hier in diesem Fall, dass es eben mehrere Takes sind. Aber dieses doppelte und mehrfache Aufnehmen macht es aber auch einfach interessant, weil einfach so kleine Variationen entstehen und das Ganze auch so ein bisschen lebendiger machen. Man kann das mit gewissen Plugins zum Beispiel
Externe Plugins gibt es. Vocaline ist ganz berühmt dafür. Ich persönlich benutze es nicht, weil man in Cubase gibt es auch so eine Aligning-Funktion, also wo es aneinander angepasst wird. Ja, genau. Aber da kann man dann eben anhand der Quelldatei eine weitere Datei frequenztechnisch und von den auch vom Timing her anpassen lassen. Also, dass es wirklich eins zu eins gleich klingt. Man muss heutzutage gar nicht mehr perfekt doppeln können. Man kann eine Hauptspur nehmen als Referenz und darauf dann mehrere, die verschieden aufgenommen wurden, eben anpassen lassen. Das komplett automatisiert und auch zu einem gewissen Grad, wie man möchte, wie stark man das haben möchte, etc., etc. Also, es ist schon sehr abgefahren, was man heutzutage alles digital, elektrisch machen kann. Ach, die guckt aber freundlich in die Kamera, verglichen zu den anderen. So, 2, 4, 6, wahrscheinlich 8, vielleicht 10 oder 100. Einige hat er gehabt. Ich bin der Band. Mach nicht auf Gamer, Rich, du bist nicht mal in den Trends. Und hast keine Fans. 1942er Tequila. Na, hier dann alles Basslastige raus. Hier in dem Pre. Probier mich Arriba. Gib mir mehr Sprich Gasolina. Kick. Head or 8 Bass raus. Hey, puff, puff, pass out. Und hier wird es dann einfach, geht es zur Hook rüber, wo er dann chorusmäßig auch wirklich nochmal eine Harmonie eingesungen hat, muss man da ja schon sagen. Man hört es ja, die Tonlage ist eine Oktave höher, ein gutes Stück einfach höher, ist für ihn machbar, definitiv. Alles natürlich auch stilmittelmäßig und zur Hilfe mäßig mit Autotune bearbeitet und schön breit dann aber auch angelegt, dass das Ganze sehr cool und offen und wirklich chorusmäßig und hookmäßig dann eben klingt. Und sie twerkt auf dem Metal-Weight-Bus. Fühlt sich an wie eine Overdose. Lass dich fallen, wenn ich Spaß auf dich auf. Ne, und die Melodie, die ich beschrieben hatte, es gibt auch so ein bisschen die harmonische Grundlage, ist hier dann immer noch und eben auch eine Oktave höher. Ne? Genau, ist auch eine Oktave höher. Ja, das ist so ziemlich alles hier von Jamules Richtung. Schönes Ding geworden, ist leider nicht in den Trends gelandet, habe ich gesehen. Ich wollte es trotzdem aber mal mitnehmen. Habe ich jetzt heute auch als erstes drauf reagiert. Die anderen Nummern muss ich mal gucken, die ich oben hier im Tab habe, weil ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass heute Karfreitag jetzt gar nicht so viele geile Releases rausgekommen sind. Egal. Das auf jeden Fall hier ein Highlight, wobei ich habe noch ein, zwei Sachen, wo ich gespannt bin. Einmal hier Schmidt featuring Rin. BHZ ist, meine ich, auch von heute, ne? Das könnte auch noch cool sein. Haze wahrscheinlich auch. Edo muss ich mal gucken. Das ist ja nicht ganz so meine Geschmacksrichtung. Das ist bestimmt trotzdem cool und ja. Aber der Song ist auf jeden Fall richtig cooler Summer-Vibe geworden. Danke fürs Zuschauen, Leute. Vergesst nicht das Gewinnspiel. Also unten alles in der YouTube-Beschreibung nochmal erklärt. Aber im Endeffekt müsst ihr mich abonniert haben hier auf YouTube. Hier auch gerne einen Kommentar schreiben. Und natürlich auch auf Instagram da nochmal folgen. Und das Bild mit der Hyperboom, dem das Hyperboom... liken, kommentieren und unter den Kommentaren unter Instagram picke ich dann jemanden raus, beziehungsweise lasse ich das über einen Generator machen und gucke dann, ob derjenige vielleicht auch einen Kommentar unter dem YouTube-Video gelassen hat. Also ich gleiche dann da schon ab. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und endlich gibt es auch mal was für euch zu gewinnen. Das freut mich sehr, weil es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Ding. Wie gesagt, checkt ansonsten, falls ihr nicht gewinnt, unten den Link mal ab. Und wenn es euch interessiert, ich denke, das lohnt sich. Ich habe wirklich schon überlegt, wie es wäre, zwei von denen zu haben, die miteinander zu koppeln und die dann einfach als kabelloses Stereo-Speaker-Setup zu haben. Weil es ist echt krass, weil die sind auch designtechnisch jetzt eigentlich schon voll off the script. Finde ich die echt nice. Also man hat die dann auch so genau vor sich platziert, da hat man auch den besten Sound. Und hier mit diesem Stoff-Fabric-Gedöns finde ich sehr cool. Haben auch Gummifüße, also wirklich auf alles geachtet. Oben eben Touch. Das kann man aber alles auch mit der entsprechenden App für Android und iOS bedienen. Also echt cool. Ja, ich hätte gern zwei davon, aber das Ding geht jetzt an euch raus. Danke, Leute. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.